Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Call of Duty Infinite Warfare. Und ich bin froh, dass alles wieder funktioniert, nachdem ich jetzt diese seltsame Folge nachsprechen musste. Aber es ist halt echt der Wahnsinn. Ich weiß immer noch nicht genau, was das Problem war beim PC. Also anscheinend irgendein Programm hat die Registry wohl zerhauen und das ließ sich nicht mehr recovern. War ein bisschen ätzend. Unnötige Arbeit, ein ganzer Tag, der mir da flöten gegangen ist. Hätte ich viele schöne Sachen machen können, aber es ging nicht. Naja, dafür funktioniert es jetzt wieder und dann kriege ich das auch 50 auf. Bestätigt! Sehr schön. Ethan, Sichtkontakt zum Ziel! Bereite Suchen und Zerstören der chemischen Waffe vor! Da sind Skelter! Sie verteidigen die Hellas! Wir müssen sie ausschalten, bevor wir entern! Ja, natürlich! Alter. Auf die Flügel achten. Verstanden. Kann ich den? Ich glaube schon. Alter Schwede. Warum? Was ist denn hier los, ey? Wieso kann ich den nicht richtig ins Visier nehmen? Haben wir den? Ups. So, den haben wir. Irgendwo von da ist, glaube ich, auch so ein Blitz gewesen, ne? Oh, der geht direkt auf Kollisionskurs, ne? Bastard. Oh, dich habe ich gleich. Genau, um den kommst du nicht. Die wirklich rammen, ne? Die gehen auf Rammen. Super. Nächste. Ah. Sehr schön. Irgendwie kriege ich hier keine Unterstützung von meinen Teams. Ich habe das Gefühl, ich mache die ganzen alleine hier platt. Seltsam was. Wir dürfen das Schiff nicht verlieren. Alle mir nach. Können die Geschütze nicht zerstören hier irgendwie? Super, die ist ganz schön schwer beschädigt, ne? Was machen wir jetzt? Wohin sollen wir jetzt folgen? Wir müssen irgendwie angreifen. Wir draufhalten auf die Triebwerke oder so. Das werden wir verfolgen erstmal. Ethan, die Scars sind oben auf der Backbordseite. Such uns einen Einstieg nahe der Waffenkammer. Nein, Sir. Markiere das Ziel. Roger, sieh es. So. Echt schade, dass Ethan nicht dabei ist. Wirklich schade. Komm schon, er ist echt schnell unterwegs, ne? So, ihr voll mit Schub. Ah, okay. Das Gebiet sicher. Auf alles schießen, was sich bewegt. Schalten wir sie aus! Sind in Sicherheit! Okay. Und raus hier. Ethan, der Hangar ist sicher! Ausgezeichnet, Sir. Der nächste Zugang zum Lebenserhaltungssystem befindet sich auf der Krankenstation. Top! Okay. Wir übernehmen ihr Lebenserhaltungssystem und rücken zur Waffenkammer vor. So geil, die chemische Waffen an Bord! Aufpassen! Ja, Ma'am! Das ist einfach so cool, dieses Spiel. Ich bin so happy, dass ich mich doch dazu entschlossen habe, es zu kaufen. Da bewegt sich was! Ausschwärmen! Auf die Ecken achten! Alter, die machen echt Schaden, die Typen, ne?
Walter. Haben wir alle? Das ist echt heftig, wie viel Schaden ich hier immer nehme. Hätte ich gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Dann gucken wir hier oben so ein bisschen rum, ne? Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Was denn hier Sneak ist? Immer das hier. Ja, wollen wir meinen Sucher mitnehmen. Munition. Ach, nicht das. Hier, komm. So, ja, komm, du kommst auch wieder mit. Kleiner Freund. Wunderbar. Splittergranate voll. EGC Akimbo. Achso. Im Akimbo-Stil. Nee, das will ich jetzt nicht. Nee, da hab ich wenig Lust drauf. Obwohl es eine coole Sache ist, was da früher bei Modern Warfare 2 dann immer über Kimbos hier rumgerannt mit Kumpels. Was ist denn das hier? Achso. Schrotflinte. Was haben wir hier noch? Irgendwas von Interesse? Ja, einfach mal rumgucken, ne? Man weiß ja nie, was man so findet. Ne, ist gut. Okay, also haben wir wohl alles hier. Sehr schön. Ich finde das mit dem Waffendecken ganz gut, ne? Dass du wirklich aufheben musst, um sie zu entdecken. So wie das zum Beispiel bei Bad Company auch immer war. Die Krankenstation sollte in der Nähe sein, Sir. Hier ist wieder so ein Raum zum Hacken. Cool. Hack aus nächster Nähe. Okay. Dauert anscheinend ein bisschen. Aber da ist dann wahrscheinlich auch wieder was drin, was irgendeinen unserer Gegenstände verbessert. Cool. Also finde ich echt cool. Ja. Was ich schon letztes Mal meinte, ist halt eine geile Komponente im Spiel. So, was haben wir hier? Verstärkt, okay. Ja, mal gucken, was verbessert sich jetzt. Ausrüstungsverbesserung. Aha, okay. Ist ja auch cool. Ist hier drin gar nichts? Hm, ungewöhnlich, aber na gut. Könnten wir auch nehmen. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja, nehmen wir mal mit, dass wir mal so eine Waffe noch haben. Achso. Wo ist denn meine? Was ist das denn? Ich hätte gerne meine Volk wieder. Muss ja hier eigentlich irgendwo liegen. Das. Oder? Habe ich die nicht mehr? Ist ja interessant. Dann muss sie wohl hier mit dabei sein. Auch nicht. Na gut, ist ja nicht so dramatisch. Haben wir halt zwei normale Waffen dabei. Ich denke, damit werde ich auch leben können. Egal. Okay, ist jetzt schon nicht so gut. So, wir durch zweiten reinschicken, genau. Sollen wir auch nicht Terror machen. Wo soll ich mich da reinhacken? Hacken Sie sich in die Konsole, Sir. Ach, die Krankenstation ist das. Ich gucke erstmal kurz nach den Waffen. Ah, hier die Vogue. Sehr schön, das gefällt mir. Scout, okay.
Sir, ja. Ich bin bereit für den Zugriff aufs Lebenserhaltungssystem. Coole Sache hier. Was hat der noch? Diese Reflex. Ja, okay, ich mach schon. Lebenserhaltungssystem abschalten. Natürlich auch ganz schön mies, ne? Ethan, greife aufs Netzwerk zu. Du bist drin. Die wollen uns halt platt machen. Leite Lebenserhaltungssystem auf ihren Anzug um, Sir. Sie haben die Kontrolle über Schwertkonstruktion. Hatte. Habe ich ihn nicht, glaube, ne? So. Alles gesichert. Die Chemikalien sind in der Waffenkammer. Puh, was ist denn hier los, ey? Hat Salt da wieder ein bisschen rumgespielt hier, ne? Mit den Granaten, anscheinend. Schadenskontrolle im Sektor 6A melden. Verstärkt. Das wäre natürlich auch gut. Gut, das ist kein Visier, das finde ich eher nicht so gut. Dann bleiben wir bei der Version. Alter Schwede, die haben ganz schön Schaden genommen, ne? Alles klar, Waffen bereithalten! Puh, heftig, ey. Los! Ich hole mir ein Muster aus der Waffenkammer und dann zerstören wir den Rest mit dem Schiff. Captain, Feinde sind auf dem Weg, um die Waffenkammer zu schützen. Verstanden. Alle in Deckung. Ich hätte die Tür. Auch komisch, wenn nicht, oder? Wenn jetzt hier keiner kommen würde. Ein Heck aus der Nähe wird die Tür der Waffenkammer öffnen, Captain. Hey, ja, okay. Ich muss jetzt mal rumgucken, was hier noch so ist. Ich finde es nach wie vor seltsam, dass es keine Sammelobjekte gibt hier. Also gut, es gibt halt diese Sachen hier mit den Terminals, die man hacken kann, damit man halt eine Verbesserung hat, aber trotzdem ein bisschen ungewöhnlich. Ja gut, ist dann halt so, ne? Warte, stresst mich mal alle nicht so. Das finde ich nicht gut. Okay. Keine Übung, bla bla bla. Ja, Mensch, chill doch mal. Coole Waffe übrigens. Anscheinend ist hier nichts weiter. Okay, welche Konsole? Die da. Stufe 1 auf dem gesamten Schiff. Bereit machen für Sucher, doch, davon kann ich welche mitnehmen. Ist gut. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit Q immer noch den Schild, ne? Also. Ich habe eine Verbindung. Ethan, wie viele Feinde nähern sich? Mindestens 2 Dutzend, darunter auch C6-Einheiten. Ich kann die Führung verriegeln, aber das wird sie nicht lange aufhalten. Mach das. Da kommen sie. Bereit machen. Feuer! Ganz gut ab. Boah, Mist. Ah. Deckung. Warum kann ich... Ah. Da wären wir fast fertig gewesen eben. Also es ist, ich glaube... Ich hole mir ein Muster aus der Waffenkammer und dann zerstören wir den Rest mit dem Schiff. Captain, Feinde sind...